Und hepp! Oh, schaut euch das mal an. Ein Galopper aus nächster Nähe. Und seht ihr das? Dieses Galopper hat rote Augen. Das bedeutet, dass es ein sehr, sehr starkes Pokémon ist. Sollen wir es riskieren? Oder sollen wir uns lieber in Sicherheit begeben? Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Hier auf Katze. Wir sind gerade dabei, unsere Pokédex-Einträge soweit zu vervollständigen. Nicht wahr? Zur Erinnerung ist hier noch einmal der Tipp, den alle Forschungstrupp-Mitglieder kennen sollten. Visiere ein Pokémon an, indem du die ZL-Taste drückst und öffne dann den Pokédex durch Drücken des Abwärtsknopfs. So kannst du die relevanten Pokédex-Aufgaben direkt ansehen. Wirf mal einen Blick auf die für Staralili. Okay, kann ich machen. Da vorne ist sogar ein Staralili. Bei einer Aufgabe geht es darum, die Pokémon zu fangen, ohne von ihnen entdeckt zu werden. Versteck dich dazu am besten im hohen Gras. Das hatte ich dir ja bereits bei der Aufnahmeprüfung erklärt. Ja, so ein Versteck ist ziemlich praktisch. Gut, ich gehe dann schon mal weiter. Probier du dich doch erst einmal an ein paar Pokédex-Aufgaben. Bis später, Lumia. Okay, Pokédex-Aufgaben, ich komme. Kümmern wir uns erstmal um Staralili und was machst du hier? Solange Pokémon in guter Verfassung sind, lassen sie sich nur schwer fangen. Wenn du aber ihre Kraftpunkte in einem Kampf verringerst und bei ihnen Statusprobleme auslöst, sollte es einfacher gehen. Versuche sie zum Beispiel mit Hilfe von Shinnoks Attacke Donnerschock zu paralysieren. Ja, aber ein Donnerschock gegen Staralili, ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Denn dadurch würde ich diese Staralili lediglich besiegen. So, ganz vorsichtig. Ich versuche gleich mal ein Staralili aus dem Hinterhalt zu fangen. Also ohne, dass es mich sieht. Ah, jetzt steht es relativ weit weg. Ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Ich sollte mich vielleicht mal in das andere Gras begeben. Oder ich locke es mit einer Sinnelbeere an. Habe ich auch noch nicht getestet. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Ich glaube, ich habe die Sinnelbeere viel zu weit nach vorne geworfen. Oh, die sind immer noch so weit weg. Ich probiere es trotzdem. Oh. Entschuldigung. Jetzt haben sie Angst. Jetzt haben sie mich gesehen. Na toll. Oh, der andere. Der andere ist ein bisschen mutiger und neugierig. Und? Habe ich ihn gefangen? Yes, sehr gut. Ich habe einen Staralili gefangen. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Okay, sie haben zwar gesehen, dass irgendetwas im Gras raschelt, konnten jedoch nicht sehen, dass ich das war. Und hier, was haben wir da? Los, Bautz, Windstoß! 3 Sinnelbeeren. Sehr schön. Ja, wie ich mir das andere Staralili fangen kann, keine Ahnung. Ich müsste erstmal da vorne ins Gras gehen. Ich werde es vorsichtig... ich werde vorsichtig näher kommen und es ständig beobachten. Einmal hinterm Baum verstecken... Okay, jetzt perfekt, das ist meine Chance. Oh, schnell ins Gras, sehr gut. Hey, kleine Staralili, das ist meine Chance. Ups, ich habe versehentlich meinen Bautz geworfen. Ich wollte eigentlich einen Pokéball werfen. Na toll, egal, versuchen wir es mal mit... Nee, ich werfe direkt einen Ball. Ich werde gar nicht kämpfen. Es ist auf Level 2, das sollte doch funktionieren. Stopp, nicht fliehen. Ball werfen mit der ZR-Taste. Okay, Staralili, mach dich bereit. Ich werfe jetzt meinen Pokéball. Ja, da habe ich versehentlich mein Pokémon eingesetzt, statt einen Pokéball zu werfen. Ja, selbst schuld. Aber es hat trotzdem funktioniert. Klasse, Staralili wurde gefangen. Sehr gut. Es gibt sogar einen Levelaufstieg. Perfekt. Dann schauen wir doch mal weiter. Welche Pokémon gibt es hier noch? Oh, da vorne. Nochmal ein Staralili. Ich weiß, jetzt fragt man sich... Katze, wofür brauchst du so viele Staralilis? Aber hey, es geht ja auch um die Pokédex-Einträge. Und? Yes. 4 von 6 habe ich schon gefangen, also für einen neuen Eintrag. Und wieder ein Exemplar gefangen, ohne entdeckt zu werden. Jetzt schaue ich mal, was es da hinten so gibt. Da sehe ich nur Staralilis. Okay. Dann könnte ich mich langsam zu Lumia bewegen. Oh, da vorne. Das nehmen wir auch mit. Fittlauch. Ich weiß zwar noch nicht genau, wofür das ist, aber kann ja nicht schaden. Was haben wir hier an der Wand? Sind das Blumen?
lilafarbene Blumen oder sowas. Da hinten ist ein Bamelin. Das ist ja stark. Mal gucken, was der sagt. Deine Pokémon können glitzernde Kristallsteine für dich zertrümmern. So gelangst du an Glanzsteine, die du für die Herstellung von Pokébällen benötigst. Ah, sehr praktisch. Da sieht man mal wieder, es lohnt sich, mit den anderen zu sprechen, um dann zu erfahren, was man machen muss. Und, die roten Steine, verstehe. Gut gemacht, Bautz. Jetzt haben wir 5 Glanzsteine. Und hier kann man, glaube ich, nichts machen. Aber wenigstens haben wir Fittlauch gefunden. Dann könnte ich mich langsam zu Lumia bewegen. Ah, Waupel! Da gab es doch den einen Herrn in unserem Dorf, in Jubeldorf, der einen Waupel haben möchte. Na komm, das werden wir gleich mal fangen. Los geht's, Staralili! Ich hoffe, Staralili wird es mit einem Windstoß nicht besiegen. Wobei, es ist auf Level 4. Das sollte Windstoß aushalten. Aber knappe Sache. Okay, gut gemacht, Staralili. Es wurde soweit geschwächt. Das ist meine Chance, einen Pokéball zu werfen. Fangen wir dieses Waupel. Komm. Das sollte doch sehr, sehr sicher sein, oder? Gut geschwächt, auf Level 4, super. Klasse, Waupel wurde gefangen. Oh, klasse, sehr, sehr gut. Und da hinten war noch ein Waupel. Wo ist es denn jetzt hin? Waupel, wo bist du? Da hinten. Und da im Gras ist noch ein Waupel. Achtung. Kann ich es hier im Gras auffangen? Ich muss mal ausprobieren. So, stehen geblieben, Waupel. Hä? Ich glaube, es ist verschwunden. Ich habe es wohl verscheucht. Aber hier. Das werde ich mir fangen. Achtung. Ja, sehr gut. Komm, das sollte doch funktionieren, oder? Wunderbar. Ich habe noch einen Waupel gefangen. Ohne, dass es mich entdeckt hat. Was ja auch eine Aufgabe im Spiel ist. Okay, gut. Ich werde mich mal mit Lumia unterhalten. Da bin ich wieder. Na, kommst du auch voran? In dieser Gegend lebt ein Pokémon namens Bamelin. Ah ja, da vorne. Das habe ich vorhin schon kurz entdeckt. Genau wie Shinux verfügt es über eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Da ist Vorsicht geboten. Wenn du es fangen willst, musst du dich ihm im Kampf stellen. Hallo Bamelin. Wenn du zu viel Schaden erleidest, färbt sich der Rand des Bildschirms rot, um dir mitzuteilen, dass du dich in einer Notlage befindest. Mit der Zeit erholst du dich automatisch, aber nur, wenn es kein wildes Pokémon mehr auf dich abgesehen hat. Wenn du in einer Notlage beim roten Bildschirmrand noch mehr Schaden erleidest, wird dir schwarz vor Augen. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, für deren Erfüllung man Bamelin dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke ausführt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Für manche Aufgaben ist es also notwendig zu kämpfen. Okay. Na dann, erledige ein paar von Bamelins Aufgaben und komm dann wieder zu mir, ja? Mach ich. Bis später, Lumia. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Bamelin so drauf hat. So, Bamelin ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell mit Wasserdüse und Ruckzuckhieb und was es nicht alles kann. Gucken wir doch mal, wie es sich verhält. Hey, Bamelin. Oh, Achtung, es greift gleich an. Und, wow, ganz knapp ausgewichen. Okay, ich habe schon verstanden, wie der Kampf funktioniert. Dann würde ich sagen, ich setze gleich mal meinen Shinux ein, da mein Shinux ein Elektro-Pokémon ist, was stark gegen Wasser-Pokémon sein sollte. Los geht's, Shinux! Und da ist Bamelin, cool. So, auf Level 3. Ich hoffe, ich besiege es nicht mit einem Donnerschock-Angriff. Aber ein Versuch ist es wert. Oh, klasse, perfekt geschwächt. Das ist unsere Chance, es zu fangen. Na gut, Pokéball, los! Komm schon, Bamelin, bitte bleib im Ball. Das wäre so, so toll, ein Bamelin zu haben. Ja! Direkt beim ersten Wurf hat es funktioniert. Bamelin wurde gefangen. Dann schauen wir mal weiter. Hier gibt es doch bestimmt am Strand noch mehr von diesen Pokémon, oder? Also hier jetzt nicht. Vielleicht da hinten? Ich laufe einfach mal ein Stück. Mit der Zeit werden wir sicherlich... Ah, da vorne! Noch weitere Bamelin finden. Und einen Glitzerstein. Hol ich mir auch gleich mal. Los, Shinux! Tackle! Perfekt! 5 Glitzersteine. Level 7. Ah, durch das...
Attackieren von Glitzersteinen oder für das Holen von Sinnelbeeren kriegt man also auch nochmal ein Level-Up, beziehungsweise Erfahrungspunkte besser gesagt. Ein Level-Up ja nicht unbedingt. Okay, Bamelin, ich werde dich natürlich fangen. Und da sieht man mal, wie wichtig dieser Hechtsprung ist. Dieser Sprung, um den Attacken auszuweichen. Haben wir ja bereits in der letzten Folge gelernt. Oh, ich glaube, ich werde hier von zwei Bamelin angegriffen. Okay, Bautz, du schaffst das schon. Los geht's, Blattwerk. Sehr gut. Damit hätten wir einen Bamelin besiegt. Kümmere dich gleich um das zweite, ja? Uiuiuiui. Ich sollte aus dem Weg gehen. Blattwerkangriff. Du schaffst das. Perfekt. So gut geschwächt, dass ich es sogar direkt fangen könnte. Zeit für meinen Pokéball. Kleinen Moment. Falsche Taste. Und jetzt. Pokéball los. Fangen wir dieses Pokémon. Und. Yes. Klasse. Bamelin wurde gefangen. Supidupi. So. Einsatz von Blattwerk gesehen. Viermal anscheinend. Das stand da links oben. Ich kann also auch meine eigenen Attacken sehen, so kurios das auch klingen mag. Ja, stark, stark. Sehr, sehr schön. Dann gibt es hier nochmal Fittlauch. Nehmen wir alles mit. Und was gibt es hier noch so zu entdecken? Bidiza, Bidiza. Gibt es hier noch irgendwo andere Bamelins? Oh, da hinten. Ein Pantimimi. Das wäre doch auch schön, wenn wir dieses Pokémon fangen könnten. Ja, okay, da ist kein Gras in der Nähe. Also, ich muss jetzt sehr offensiv sein. Ist es auch angriffslustig oder nicht? Uiuiui. Ich meine, es greift uns nur an, weil es sich verteidigen möchte. Es fühlt sich bedroht. So, als würde man wilde Tiere im echten Leben irgendwie angreifen, beziehungsweise auf sie zulaufen. Dann flüchten die Tiere. Ja, natürlich gibt es andere Tiere, die gibt es jetzt nicht in Deutschland, Österreich und Schweiz. Man denke da nur an einen Löwen, der würde dann eher angreifen und nicht flüchten. So, aber gut, da vorne ist ein Ponita. Pantimimi konnte ich leider nicht schnappen. Wie sieht es mit Ponita aus? Ich werde es als erstes schwächen. Okay, mach dich bereit, starrer Lili. Zeit für eine Windstoßattacke. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Uiuiui. Okay, vielleicht sollte ich gleich mal einen Pokéball werfen. Sonst sehe ich schwarz für mein starrer Lili. Los geht's. Vielleicht klappt das ja direkt beim ersten Versuch. Und. Yes. Ponita wurde gefangen. Gut gemacht, starrer Lili. Jetzt haben wir sogar einen Ponita im Team. Zumindest auf der Ranch. Also nicht direkt in der Pokémon-Box. Das wurde hier noch nicht erfunden zu dem Zeitpunkt. Haben wir zumindest auf unserer Ranch. Irgendwo können wir darauf zugreifen. Also in Jubeldorf. Soweit ich das weiß. Dann schauen wir mal weiter. Wompel, Wompel, Wompel. Was haben wir noch so Schönes? Ich möchte eigentlich noch nicht direkt zurück zu Lumia. Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Oh, da vorne. Ein schlafendes Bamelin. Zwei schlafende Bamelin. Na, dann ducke ich mich lieber mal und versuche sie im Schlaf zu überraschen und sie direkt zu fangen. Okay. Upsala, Pokédex. Große Exemplare fangen mit der Attacke von Typ Elektro besiegen. Oh, muss ich also auch noch machen. Das ist ein Einsatz für Shinux. Na gut. Aber in dem Fall werde ich es überraschen und fangen. Pokéball. Ich hoffe, ich bin nah genug dran. Ich muss es versuchen. Und... los geht's! Komm schon. Bitte. Ja, ich habe einen Bamelin gefangen. Zwar nur auf Level 2, aber immerhin. Es war ein großes Exemplar. Und dieses könnte ich eigentlich mit einer Donnerschock-Attacke besiegen. Weil dann hätte ich wieder eine Pokédex-Aufgabe gelöst. Okay, Shinox. Ich glaube, Donnerschock wird ausreichen, um es zu besiegen. Schnell, los geht's! Oh, super. Ja. Bamelin hat, wie vorhin schon gesagt, die Schwäche Elektro, weswegen der Angriff auch sehr effektiv und stark war. Und hier haben wir noch ein paar Sinnelbeeren. Los geht's, Donnerschock! Drei Sinnelbeeren noch mitgenommen. Hey, das läuft hier wie am Schnürchen. Macht richtig Spaß, auch die ganzen Pokémon zu fangen, gegen sie zu kämpfen und ja, auch sie aus dem Hinterhalt zu fangen. Bisher gefällt mir das Spiel richtig gut. Und ich hoffe, euch gefällt diese Videoserie. So, Shinox,
Ein paar Glanzsteine, wofür auch immer diese dienen, nehmen wir einfach mal mit. Ah, die brauchen wir doch für Pokebälle. Ha, ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet. Und, oh, das ging jetzt daneben. Fragt mich nicht, wo ich gerade hingeworfen habe. Das war vollkommen Banane. Staralilis gibt es ja auch ohne Ende. Da vorne sind nochmal Glanzsteine und ich könnte mich so langsam auch zu der lieben Lumia bewegen. Die ist hier ganz in der Nähe. Da vorne. Das zeigt mein Navigationssystem, mein Kompass, so möchte ich mal sagen. Und Gediza! Perfekt, Aprikoko. Die Aprikoko sind ja auch ganz praktisch. Die brauchen wir doch auch für die Herstellung von Pokébällen. So, das gleiche machen wir hier nochmal. Tackle! Gut gemacht. So, hallo Lumia, da sind wir wieder. Du gibst wirklich immer alles, was? Deswegen möchte ich dir diese Handwerkskiste schenken. Oh, das ist aber freundlich. Dankeschön. Was kann ich damit machen? Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Wenn du in deiner Tasche unter Basis-Items die Handwerkskiste auswählst, kannst du Items herstellen, wo auch immer du willst. Dabei kannst du allerdings nur auf die Materialien in deiner Tasche zugreifen und nicht mehr Items herstellen, als in deiner Tasche Platz haben. Außerdem gebe ich dir diese Anleitung, mit der du Tränke herstellen kannst. Wow, richtig klasse. Kann ich sehr viel craften. Anleitung, eine Sindelbeere und eine Stange Fittlauch. Okay. Mit der Handwerkskiste ist es dir möglich, unabhängig von deinem Standort Items aus den Materialien in deiner Tasche herzustellen. Solange du Aprikokos und Glanzsteine hast, kannst du beispielsweise jederzeit Pokebälle anfertigen. Und aus Sindelbeeren und Fittlauch lassen sich Tränke herstellen, die deine Pokémon wieder fit machen. Vielen Dank, das ist sehr, sehr freundlich. Wie läuft es mit deinen Pokédex-Aufgaben? In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Ah ja, okay, dann kann ich auf jeden Fall mal reinschauen und kann mir einzelne Pokémon mal rauspicken und sehe dann, was ich brauche. Vergiss übrigens nicht, Professor Leifen alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Mach ich. Danke, Lumia. So, das machen wir aber nachher. Ich würde gerne noch ein bisschen nach besonderen Pokémon Ausschau halten. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Und wer ist da vorne? Moment mal. Ich will das mal ausprobieren mit dem Craften, herstellen. Ich habe 17 Aprikoko und 25 Glanzsteine. Das heißt, ich kann zum Beispiel 17 Pokebälle herstellen, meine ich. Und hier bis zu 8 Tränke, da ich 8 Fittlauch habe. Okay, das funktioniert sehr, sehr einfach. Und wenn ich schon ein paar Tränke gecraftet habe, also hergestellt habe, sollte ich diese auch nutzen, um meine Pokémon wieder aufzufüllen. Zumindest mal Bautz und Staralilli. Die 2 Bediza lasse ich mal, da ich ja 3 Bedizas besitze. Reicht, wenn eines die vollen Kraftpunkte besitzt. So, was gibt es hier noch? Da haben wir nochmal Fittlauch. Hopsala. Und dann frage ich mich, ob wir hier noch ein paar besondere Pokémon finden. Sowas wie Pantimimi. Ich meine, was könnte es noch geben? Elekid vielleicht? Magby? Das wäre richtig cool. Ey, Staralili, wo willst du denn hin? Na gut, dann fange ich mir diese Staralili. Hier, los geht's. Oh, hat nicht so funktioniert. Vielleicht sollte ich ein bisschen weiter werfen. Irgendwann wird mir das noch gelingen. So, was ist das für eine Dame? Vielleicht hat sie auch noch wichtige Informationen für mich. Wenn du erschöpft bist, sollst du ein Zelt in einem von unseren Basislagern aufsuchen. Dort kannst du dich ausruhen und auch die Zeit verstreichen lassen. Schließlich will niemand mitten in der Nacht auf Erkundungstour gehen. Das wäre doch viel zu gruselig. Warum? In der Nacht gibt es bestimmt Nebulax und andere coole Geister-Pokémon. So, Achtung, vielleicht kann ich ja dieses Ponita fangen. Ja, ich würde es gerne überraschen, ohne in den Kampf überzugehen, da ich gerade auch nicht mein Bamelin bei mir habe.
Es könnte zwar eine Wasserattacke einsetzen, aber ja, ich hab's gerade nicht dabei. Es hat funktioniert. Und? Yes, ich hab's gefangen. Zwei hätte ich schon. Zwei Ponitas, das war sogar ein schweres Exemplar. Und hier ein Bidiza. Ich habe auf jeden Fall gerade einen Lauf. Schaut mal, wie gut das funktioniert. So, Glanzsteine. Da vorne gibt es noch mehr Glanzsteine. Das können wir auch noch mitnehmen. Oh, da hinten, schaut mal. Ein Galopper. Oh, da müssen wir aufpassen. Seht ihr das? Dieses Galopper hat rote Augen. Das bedeutet, dass es ein sehr, sehr starkes Pokémon sein wird. Und ich müsste es vorher erst schwächen. Ich könnte es nicht fangen. Ich würde es mir aber gerne mal genauer ansehen. Das sieht so majestätisch aus. Richtig schönes Pokémon. Ja, aber wie schon gesagt, rote Augen bedeuten starkes Pokémon. Ich habe leider keine starken Pokémon aktuell. Meine Pokémon sind ja nicht mal auf Level 10. Ich will gar nicht wissen, auf welchem Level dieses Galopper ist. Level 20, Level 30 vielleicht sogar? Ich muss es erstmal da stehen lassen. Das sollte ich nicht riskieren. Ich haue erstmal ab. Okay, hier bin ich sicher. Puh. Aber interessant, oder? Sowas zu beobachten. Na gut. Dann schauen wir mal weiter, wo wir ein paar Pokémon finden, die unsere Levelklasse besitzen. Die wir dann auch wirklich einfangen können, was realistisch für uns ist. Da haben wir nochmal Wampel. Ich meine, Wampel könnten wir auch nochmal fangen. Eines können wir selbst behalten, eines müssen wir abgeben. Also können wir abgeben für diese Aufgabe. Und vielleicht können wir sogar zwei behalten. Denn eines könnte sich zu Papinella weiterentwickeln und eines zu Pudok. Sprich, zu Charlocko und zu Panikon. Genau, so heißt dieses Pokémon. Oh, Entschuldigung. Schon wieder setze ich versehentlich mein Pokémon ein. Dabei wollte ich doch eigentlich nur einen Pokéball werfen. Aber man darf nicht vergessen, ich werde es jetzt nicht besiegen, sondern fangen. Es gehört ja auch zu der Aufgabe dazu im Pokédex, Pokémon zu bezwingen und sie nicht nur zu fangen. Darf man nicht vergessen. Aber in dem Fall fange ich lieber Pokémon. Ich baue mir eine Horde von Bidizas auf. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Pokémon Ranch mit 50 Bibern. Mit 50 Bidiza. Das wäre so cool. Was haben wir hier? Ein Glanzstein. Los geht's. Theoretisch ist es ganz cool, wenn man Dinge einfach parallel macht. Also hier ein Pokémon fangen, nebenbei noch Glanzsteine kaputt machen, um diese dann zu erhalten und so weiter und so fort. Und da vorne ist noch ein Bamelin. Na komm, dich werden wir auch noch fangen. Oder alternativ besiegen. Und ausweichen. Ein kurzer Blick im Pokédex verrät uns, dass wir Bamelin mit der Attacke von Typ Elektro besiegen sollten. Also mit irgendeiner Attacke von Typ Elektro. Das bedeutet, ich rufe am besten mal meinen Shinox. So, Shinox, du bist dran. Und dann wollen wir doch mal sehen. Wir haben auf jeden Fall... Oh, es ist nur auf Level 2. Dann sollte Shinox kein Problem haben. Donnerschock sollte ausreichen. Und Sucker Bomb Bam. Bamelin besiegt. Sehr, sehr gut gemacht. Was gibt es hier noch so Schönes für uns? Fittlauch. Nehmen wir gerne mit. Okay, aber ich würde erstmal sagen, wir legen eine Pause ein und schauen mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bleibt katztastisch.